Tja, und dieser Herr, ein gewisser Julius Echter, war einer der vielen Würzburger Fürstbischöfe. Er ließ unter anderem die Festung Marienberg errichten in der Form, wie sie heute noch besteht, aber auch das Juliusspital. Seine Feinde hatten allerdings kein leichtes und oft auch kein langes Leben. Diese zwei Türme, nebst Kuppel und riesiger Kirche, gehören zum Stift Haug, das sich im Vergleich zur Kirche bescheiden ausnimmt. Von der einstmals reichhaltigen Barockausstattung ist durch die Treffer im Zweiten Weltkrieg nur mehr sehr wenig über. Darunter dieses großformatige Gemälde von Tintoretto, die Kreuzigung Christi. Beim Würzburger Rathaus lohnt sich auch der Blick nach oben. Sonnenuhr, normale Uhr und so weiter. Das Haus zum Hirschen beim Grafeneck Art hat sowohl dieses Relief als auch eine Madonna anzubieten. Platzbeherrschend ist beim Grafeneck Art aber ganz eindeutig der Vier-Röhren-Brunnen. Und was tun Politiker gerne? Richtig, nach Stimmen angeln. Darum passt auch dieser Brunnen mit Fischerkindern. Das hier ist jetzt nicht das richtige Rathaus, sondern nur ein Amtsgebäude der Stadt Würzburg. Und wenn man diese zwei Herren ansieht, dann weiß man, dass die Macht in Würzburg sehr lange in kirchlicher Hand lag. Nennt sich roter Bau, klar bei der Farbe der Ziegel. Und weil die Fürstbischöfe von Würzburg natürlich etwas auf sich hielten, hatten sie eine großmächtig ausgebaute Residenz. Diese Seite der Fresken zeigt uns Amerika mit einigen allegorischen Darstellungen. Auf dieser, einer der zwei längeren Seiten, sehen wir Afrika mit allegorischen Darstellungen, wie zum Beispiel dem Kamel oder dem Paddel mit dem blauen Tuch für den Nil. Die Europaseite ist mehrfach bemerkenswert. Zum einen hat sich der Baumeister Balthasar Neumann hier verewigt. Der Mann hinter ihm in dem Umhang ist der Stuckateur Antonio Bossi. Und wenn wir ganz nach links schauen, dann sehen wir zwischen den zwei Figuren einen gewissen Herrn Giovanni Battista Tiepolo. Das ist der Mann, der die Fresken gemalt hat. Was dazu noch gesagt werden muss, dieses Deckenfresko ist mit über 600 Quadratmetern das absolut größte auf der Welt. Was in Europa noch zu erwähnen wäre, wäre der Würzburger Fürstbischof, der hier in den Himmel entrückt wird.
Im Weißen Saal sind die vielfältigen Stuckelemente von Antonio Bossi besonders bemerkenswert. Kaisersaal toppt jetzt noch die bisherigen Räume in Bezug auf Luxus und Prunk. Wir sehen dann auf der einen Seite die Hochzeit von Friedrich Barbarossa in Würzburg und gegenüber die Belehnung des Würzburger Bischofs durch eben diesen Friedrich Barbarossa, weil er ja dafür gesorgt hatte, dass Barbarossa seine zweite Ehefrau nehmen konnte. Das Deckenfresko zeigt den Sonnengott Apollo. Es darf auch nicht verwundern, dass bei der zuvor gesehenen Prunk in der Residenz die Hofkirche auch entsprechend prunkvoll ausgestattet ist. Ja, und von der Hofkirche, die wir hier von außen sehen, geht's beinhart und sofort ins Grüne, in den Hofgarten. Könnte Europa unter Stier sein, was wir hier sehen? Wer oder was versteckt sich unter diesen überdimensionalen grünen Sonnenschirmen? Ein Panflöte spielender Faun. Ein Kegelbruder, noch ein musizierender Faun, eine sonnenschutzhungrige junge Dame. Das wäre wohl Dean Martins Liebling, nach dem Motto Little old wine drinker, it's me. I'm bringing red roses for a blue lady. Diese junge Dame hat es weniger mit den Rosen, sie hat es mit den abgeschnittenen Ehren. Und zu guter Letzt tue ich mir bei ihm ein bisschen schwer, wer er denn sein könnte. Aber man muss nicht alles wissen im Leben. Ja, zu dieser Figurengruppe fallen mir zwei Motive ein. Entweder Paris raubt Helena oder der Raub der Proserpina. Was euch lieber ist. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Allerdings in den Hofgärten gibt's den Rosengarten zum Vergnügen aller Besucher. Und am Rande verspielte Putti-Gruppen wie so oft in Würzburg. Na bitte, im Hochsommer einen Muff. Dieser Knabe wird hier vom Bacchus ganz ordentlich mit Wein abgefüllt. Natürlich hat der Rosengarten auch andere Blumenarten.
Ja, und anstelle dieses Hauses wurde einstmal das Bürgerspital errichtet. Heute gibt es davon nur mehr die Kirche, aber es gibt bei diesem Haus ein besonderes Schmankerl. Alle 2 Stunden am Nachmittag erklingt nämlich dieses Glockenspiel. Ja, und ich finde, dieses Glockenspiel wäre doch ein optimaler Abschluss meiner heutigen Sendung, oder?